Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch so ein bisschen über das Thema sprechen, gelassen in die Zukunft sehen, keine Angst vor der Zukunft haben. Das ist natürlich bei mir gerade ein sehr, sehr, sehr aktuelles Thema und ich muss euch sagen, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Jetzt nicht mehr. So schrecklich das manchmal auch klingt, wenn man das laut ausspricht, aber diese Trennung war das Beste, was mir hätte passieren können. Ich lebe jetzt so viel freier, bin so viel glücklicher, habe viel weniger Ängste, viel weniger Sorgen. Das soll nicht heißen, dass ich für die letzten Jahre nicht dankbar bin. Ich bin auch dankbar für diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich unglaublich viel daraus gelernt habe. Ich habe die letzten Wochen sehr viel reflektiert, habe sehr viel gelernt aus dem, was ich falsch gemacht habe, was ich vielleicht auch richtig gemacht habe, was ich nicht mehr machen möchte, wie ich weiterleben möchte. Und viele von euch haben mich gefragt, wie ich so gelassen sein kann, wie ich so gelassen in die Zukunft schauen kann, wie ich mir keine Sorgen machen kann. Weil natürlich, wenn du plötzlich alleinerziehend bist, machst du dir Sorgen über Finanzen, über deine persönliche Zukunft, sowohl beruflich als auch als Person, als auch natürlich als Frau, die du bist, ob du jemals nochmal einen Partner findest, wie das ist, wenn du dann in eine Partnerschaft gehst mit schon zwei Kindern von einem anderen Mann. Natürlich macht man sich über sowas Gedanken, aber keine Sorgen, das ist der Unterschied. Und wie ich das mache, das möchte ich heute in diesem Video mit dir teilen. Extrem vorbereitet, wie ich bin, ging natürlich genau jetzt mein Akku aus. Deswegen musste ich jetzt mal kurz ein bisschen umbauen, damit die Kamera jetzt nebenbei am Akku hängen kann. Aber starten wir jetzt mit dem eigentlichen Thema. Und zwar möchte ich dir sagen, du bist immer Frau der Lage. Du bist diejenige, die darüber entscheidet, wie möchtest du dich fühlen und wie möchtest du über bestimmte Dinge denken. Du hast es in der Hand. Begib dich nicht in eine Opferrolle. Ich bin Opfer meiner Gefühle, Opfer meiner Gedanken, Opfer der Gesellschaft, Opfer meines Mannes, Opfer meiner Kinder, Opfer meiner Vergangenheit. Nein, begib dich niemals, niemals in eine Opferrolle. Denn dann gibst du immer Macht ab, gibst Verantwortung ab. Aber die Macht soll doch bei dir liegen. Du möchtest doch die Verantwortung für dein Leben tragen. Und das heißt automatisch, dass du Frau der Lage bist. Du kannst darüber entscheiden, wie möchte ich über meine Zukunft denken? Wie möchte ich mich fühlen, wenn ich an meine Zukunft denke? Möchte ich positiv in meine Zukunft schauen? Möchte ich negativ in meine Zukunft schauen? Möchte ich voller Ängste in die Zukunft schauen oder möchte ich voller Vertrauen in die Zukunft schauen? Das liegt allein bei dir. Du kannst jederzeit darüber entscheiden. Du kannst dir jederzeit, wenn du merkst, du gerätst wieder in so ein Gedankenkarussell, wo du nur negativ über die Zukunft denkst, wo du dir nur Sorgen machst, stell dir ein großes Stoppschild vor. Stopp! Ändere deine Gedanken. Stell dir dieses Stoppschild vor und mach einen Switch. Denk halt genau jetzt andersrum. Denk jetzt positiv. Sei voller Vertrauen, dass alles gut werden wird. Du kannst auch, wenn dir das weiterhilft, wenn dir das tagsüber wirklich sehr, sehr oft passiert, es gibt solche Achtsamkeits-Apps. Gib einfach mal in den Play Store oder wo auch immer Achtsamkeits-App ein. Das sind Apps, da stellst du dann ein, wie es dir passt, dass die stündlich klingeln, dreimal am Tag klingeln, wie auch immer. Und immer wenn diese App sich meldet, denk kurz dran, wie hast du dich gerade gefühlt, woran hast du gerade gedacht? Waren deine Gefühle positiv, waren deine Gedanken positiv? Wenn nicht, ändere in diesem Moment den Strom. Denk nicht mehr negativ, denk jetzt positiv. Also wenn dir das hilft, wäre das vielleicht so eine Geschichte, die du mal ausprobieren könntest, um dich täglich immer mal wieder aufzuwecken. Wie denkst du gerade? Denkst du gerade positiv oder denkst du gerade negativ? Und wir alle wissen, dass dieses hätte, wäre, könnte, vielleicht, wenn dies, das, jenes nichts bringt. Wir kennen unsere Zukunft nicht, natürlich kennen wir sie nicht. Und deswegen hilft es eigentlich nichts, wenn wir tagtäglich damit verbringen, uns Gedanken darüber zu machen. Dinge werden passieren. Aufgrund unserer Handlungen, die wir jetzt ausführen. Wir wissen aber nicht, was das Ergebnis irgendwann mal davon sein wird. Wir können es nur erahnen, aber wir wissen es nicht. Deswegen hilft es eigentlich nichts, sich ständig Gedanken über die Zukunft zu machen oder über die Vergangenheit zu machen, die ja sowieso schon passiert ist und die wir sowieso nicht ändern können. Deswegen lebt doch im Hier und Jetzt. Trifft jetzt im Hier und Jetzt die richtigen Entscheidungen.
nämlich euch gut zu fühlen, Dinge zu tun, die euch gut tun. Und das wird eine viel bessere Auswirkung auf eure Zukunft haben, als wenn ihr euch im Jetzt ständig Sorgen macht, ständig negativ denkt, ständig schlechte Gefühle habt. Und denk immer dran, du findest immer einen Weg. Es wird immer einen Weg geben. Und wenn dir schlimme Dinge in der Zukunft passieren werden, dann wirst du auch daraus etwas Positives ziehen können, so wie ich es gemacht habe. Ich habe aus dieser Erfahrung so viele positive Dinge für mich gezogen, so viel gelernt, ich habe so viel reflektiert. Und dafür kann ich sagen, war dieser ganze Schmerz, die ganzen Tränen, die waren es wert, damit ich jetzt der Mensch bin, der ich bin. Damit ich aus diesen Erfahrungen schöpfen kann, weil sie mich zu einem besseren Menschen, einem glücklicheren Menschen gemacht haben. Deswegen, egal was dir vielleicht in der Zukunft passiert, auch wenn es negativ wird, du wirst daraus in der darauffolgenden Zukunft etwas Positives ziehen können, wenn du diese Einstellung für dich hast. Schau immer, egal was dir passiert, was kannst du Positives daraus mitnehmen? Was kannst du daraus lernen? Nimm solche Sachen immer als eine Lehre, niemals als einen Schlag des Schicksals. Versuch immer etwas Positives daraus für dich zu ziehen. Und ein weiterer Tipp, den ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, bitte um Hilfe. Bitte um Hilfe. Ich weiß, ich habe das früher selber nicht gemacht. Und in den letzten Wochen bin ich so dankbar für die Hilfe, die ich hatte. Egal in welcher Form, ob es jetzt sei, dass mir jemand beim Umzug geholfen hat, ob mir jemand irgendwas hier in der Wohnung gemacht habe, weil ich als Frau nicht gerade die handwerklichste bin. Oder sei es, weil Menschen einfach für mich da waren, indem sie Freude in mein Leben gebracht haben, Dankbarkeit in mein Leben gebracht haben, einfach für mich da waren, nicht um Probleme zu wälzen, sondern um mit mir das Leben zu genießen, um sich alles von mir anzuhören, um mir Tipps zu geben. Und das hat mir gezeigt, dass es unglaublich wichtig ist, um Hilfe zu bitten. Zu sagen, es geht mir schlecht, bitte hilf mir. Zu sagen, ich habe Angst vor den und diesen Dingen, bitte kannst du mir helfen. Oder einfach darum zu bitten, erzählen zu können, was die Ängste sind, ohne dass man vom Gegenüber vielleicht einen Ratschlag haben möchte, um sich einfach von der Seele reden zu können. Auch das hilft. Schau halt einfach, was dir in dem Moment helfen könnte. Probier vielleicht auch rum, was dir helfen könnte. Und wenn du dich nicht anderen Menschen öffnen möchtest, dann kann ich immer empfehlen, über Probleme zu schreiben. Ich habe schon so viele Briefe in meinem Leben geschrieben, die ich dann nie abgeschickt habe, einfach weil es mir geholfen hat, Dinge zu verarbeiten, in meinem Kopf Dinge klarzukriegen. Und wenn ich das einmal aus meinem Kopf, aus meinem Herzen rausgeschrieben habe, dann ist es da raus. Dann denke ich nicht mehr tagtäglich darüber nach. Ihr kennt das, wenn man manchmal Probleme hin und her wälzt und das macht man tagelang, wochenlang. Und wenn mir das 2 Tage hintereinander passiert, dann setze ich mich spätestens hin und schreibe darüber. Und dann weiß ich, dass ich nicht mehr ständig darüber nachdenken muss, weil ich alles beim Schreiben irgendwie so für mich sortieren kann, für mich klarkriegen kann und dann auch einen Schlussstrich drunter ziehen kann. Also das kann ich auch sehr empfehlen, wenn ihr jetzt nicht, was ich absolut verstehen kann, mit allem zu anderen Personen gehen könnt. Vielleicht habt ihr auch nicht so einen Menschen, aber dann geht raus und sucht euch so einen Menschen. Ich finde, man muss immer Unterstützung in seinem Leben haben und wenn ihr die aktuell nicht habt, dann geht auf die Suche danach. Warum nicht? Es gibt so viele Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen. Und ich habe in letzter Zeit so viele tolle, wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Oder Menschen aus meiner Vergangenheit sind wieder zurück in mein Leben getreten, weil ich sie jetzt in diesem Moment gebraucht habe. Ich habe einfach Vertrauen darin gehabt, dass die Menschen, die ich jetzt brauche, dass die in mein Leben treten werden. Das ist einfach passiert. Und es hat nichts mit Spiritualität zu tun, dass ich an einen Gott vertraue, der das alles für mich lenkt oder an irgendjemand anderen. Nein, es hat einfach etwas mit mir zu tun, dass ich im Vertrauen bin, dass alles gut werden wird. Und genau so ist es in letzter Zeit passiert. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Gedanken, mit meinen Anregungen ein bisschen weiterhelfen. Schreibt mir sehr gerne unten in die Kommentare, wenn ihr noch Tipps habt, wie man gelassener in die Zukunft schauen kann oder was gerade in Bezug auf dieses Thema eure Herausforderungen sind oder wo ihr jetzt sagt, hey, die Tipps waren echt gut, aber bei mir ist dies und das. Was kann ich da eventuell noch machen? Dann schreibt das super gerne in Kommentare. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!